Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Eintrag in meinem Adventskalender und einem überaus spannenden dazu. Also vom Whisky her natürlich keine Ahnung, aber es ist der 6. Dezember und damit, ja, wünsche ich euch einen schönen Nikolaustag und begebe mich dann gleich mal an meine tägliche Pflicht. Ja, ich wiederhole mich jetzt nicht wieder. Ich würde sagen, trotzdem eine Sache. Also natürlich, ich freue mich immer auf Longmore und Bunderhaven und so weiter. Ihr wisst das alles von mir. Das ist ja nichts Neues mehr. Ne? Ja, habt ihr das ein oder andere Video von mir gesehen, dass das meine Lieblingsbrennereien sind, sollte bekannt sein. Ja. Ich wäre jetzt echt mal gespannt auf was anderes als Whisky. Sollte man vielleicht nicht unbedingt auf dem Whisky-Kanal sagen, ne? Aber ist halt so. Tut mir leid, weil ich habe gehört in den Videos, dieses Aufmachen von der Türchen ist zum Teil ganz schön laut. Und ich glaube, naja, halbwegs sauber habe ich es aufbekommen. So, dann schauen wir mal, was wir heute haben. Ah, okay. Einen 15 Jahre alten Whisky aus Campbelltown. Jetzt bin ich natürlich schlecht vorbereitet, weil ich habe gar nicht mein Namenskärtchen da. Aber ich meine, dass dieser Farbcode hier für Oily und Coastal steht. Ja, und der Whisky heißt Drambletown Loch und trägt die Nummer 93.99. Ein Refill Bourbon Hogshead. 55,3%, 15 Jahre alt. So, jetzt schauen wir mal. Die 93 ist Glen Scotia. Ja. Ich habe, wie ihr seht, zwei Gläser stehen. Hatte ich gestern auch schon, da hatte ich mich dann kurzfristig entschieden, das nicht zu machen. Ab heute werde ich es jetzt so machen, dass ich ja, dieses winzige Sample auf zwei Gläser aufteile. Und eins davon direkt mal verdünne und mit der verdünnten Version anfange. Hat der Peter vorgeschlagen und ja, machen wir mal so, wie der Peter möchte. Ich denke, beim einen oder anderen Whisky wäre es gut gewesen, bei dem anderen vielleicht auch nicht unbedingt. Na, so oder so, sind wir auf der sicheren Seite. Gut, ich rieche jetzt schon die Bourbon-Noten. Hat eine schöne Aromatik schon aus der Ferne. Schauen wir mal. Also gut, eins verdünne ich mal direkt. Ja, muss ich aufpassen, weil wir natürlich nicht so viel Whisky haben. So, in etwa. Denke ich mal, sind wir bei so 46% angekommen. Also Mitte 40%, so genau habe ich es jetzt nicht gemacht. Aber wir fangen beim Riechen zumindest mit der unverdünnten Version an. Ja. Es gibt ja auch Glen Scotia, die leicht rauchig sind, soweit ich weiß. Ich bin kein Glen Scotia Fachmann. Da kennt sich jetzt beispielsweise der Peter wieder besser aus. Der könnte da was dazu sagen. Man hat hier so die Erinnerung an Rauch. Ja? Also für mich ist er jetzt nicht wirklich rauchig, aber er hat so ganz, ganz leicht phenolischen Touch. Wie so ein Lagerfeuer am Morgen danach, ja. Ja, so in die Richtung. Er hat auch sowas Maritimes. Ich muss sagen, ich weiß gar nicht genau, wo die Glen Scotia-Brennerei liegt. Aber auf jeden Fall kriegt man maritime Noten. Und Campbelltown, ja, es hat schon diese typische Campbelltown-Note auch. Das ist ein würziger, leicht rauchiger, maritimer, so ein bisschen, ja. Ja, ich will jetzt nicht sagen Klebstoffnote, aber so ein bisschen. Also der ist schon ein bisschen speziell, aber das sind die Campbelltown Whiskys ja häufig. Bourbon Fass kommt auch durch, ja. Von der Farbe her ist ein schöner Goldton. Ja, kann man nicht sagen. Okay, dann schauen wir uns mal die verdünnte Version an. Ich
Da kommt ein bisschen mehr Zitrus durch, so auch diese Kokosnote, die man bei Bourbonfässern mal hat, das ein oder andere Mal, kommt hier auch klar durch. Und diese Assoziation nach Rauch verschwindet lustigerweise. Das ist jetzt nur noch ganz entfernt wahrzunehmen. Okay. Der Schluck war zu klein. Aber im Geschmack doch klar rauchig, muss ich sagen. Ja. Also ich lege mich jetzt schon fest, ohne den anderen probiert zu haben. Ich vermute, dass es einer dieser Whiskys ist, der nicht unbedingt von Wasser profitiert. Denn der hat eine ganz schön harsche Bitterkeit. Viel Rauch, lustigerweise. Hätte ich jetzt bei Glenscotia hätte ich jetzt eher so wenig Rauch erwartet, aber der hat mehr Rauch als der Highland Park, ehrlich gesagt. Okay. Gut. Kann vielleicht auch mein Tag sein, ne? Weiß man ja nicht. Also mir gefällt auch vom Geruch her die unverdünnte Version besser. Wirkt harmonischer. Der hat noch ein bisschen mehr Süße, aber er ist trotzdem sehr herb. Leicht aschig. Leicht maritim. Diese klare Campbelltown-Note. Pfeffrig. Ja, man merkt es vielleicht an meinem Kanal. Campbelltown ist nicht unbedingt mein Steckenpferd. Glenscotia, die Abfüllung, die ich bisher probiert habe, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Der hier, Oily and Coastal, ja, würde ich sagen, ist wahrscheinlich nicht falsch. Wobei ich den eigentlich eher noch bei Lightly Peated eingeordnet hätte. Ja. Ich hätte mir da etwas mehr Süße vom Bourbonfass erwünscht, ein bisschen mehr Karamell. Das ist eher so ein Bourbonfass, das so in diese kräutrigen Richtungen auch geht. Also hat sowas leicht Grasiges mit drin. Ja, grasig, vielleicht so ein bisschen so eine Assoziation nach Rosmarin. Und da sind wir wieder bei einem Punkt. Ja, vergleichsweise herb. Grasig und Rauch, das sind so Sachen, das werden halt nicht meine Lieblinge. Ja. Also auf jeden Fall unverdünnt deutlich interessanter als verdünnt. Verdünnt finde ich jetzt wirklich schlechter. Was ich jetzt tun werde, ich werde noch ein paar einzelne Tropfen dazu tun, also wirklich nur zwei, drei Tropfen. Mal schauen, ob das tut. Da habe ich ja deutlich den runter verdünnt. Wird nicht viel verändert. Vielleicht ein bisschen gedämmt. Sobald man damit mit Wasser rangeht, wirkt er fast dünn. Alles ist ja wirklich. Ja, es ist halt Rauch, Eiche, Gewürznoten, grasige Noten und sowas leicht Maritimes. Was mir hier einfach ein bisschen fehlt, sind die Kontraste zu, also diese Campbelltown-Note, sind die Kontraste zu diesen Geschmäckern, die man, ich sag mal, wenn man jetzt Sachen hört wie, oh ja, und der ist bitter und aschig und so, man kann sich immer nicht vorstellen, dass es schmeckt. Mir schmeckt das halt dann vor allem dann, wenn ein richtig heftiger Fasseinfluss dem gegenübersteht. Ich habe am Wochenende meinen ersten Alrik probieren dürfen.
wer den nicht kennt, das ist ja die Format, also die relativ, also die am stärksten Geräucher, also stärksten rauchigen Glen Ells. Und der hatte eine volle PX-Reifung und Finish in kleinen PX-Fässern nochmal. Und der hatte einfach einen sehr interessanten, rauchigen, aschigen Charakter, dem dann so viel Süße und Frucht von dem Fasseinfluss gegenüberstand. Das sind einfach diese Kontraste, auf die ich dann richtig stehe. Und das ist dann auch das, was, finde ich, für mich häufig beim rauchigen Whisky den Reiz ausmacht. Ja? Rauchige Noten, herbe, fast schon ja auch unangenehme Noten, die dann aber wieder, wenn sie mit den richtigen Kontrasten zu vergleichsweise süßen, fruchtigen Aromen kommen, einfach richtig, richtig, richtig geil rüberkommen. Ja? Und für mich fehlt hier so ein bisschen der Kontrast. Es ist alles sehr auf einer Seite. Es ist alles diese Campbelltown-Note, Rauch, diese mineralische Bitterkeit. Es bedient alles für mich so eine Seite. Und es fehlt jetzt zum Kontrast einfach mehr Frucht, mehr Süße. Und deswegen ist das nicht so ganz mein Whisky, weil ich mir einfach hier persönlich so starke Aromen habe, brauche ich für mich einfach immer einen Kontrast, der so ein bisschen das ausbalanciert und es für mich auch dann interessant macht. Der fehlt mir hier. Aber an und für sich eigentlich kein schlechter Whisky. Also gefällt mir besser als der Highland Park. Aber es ist wieder so ein Whisky, der ein ähnliches Problem hat, glaube ich, wie der Highland Park, dass der einfach anderen Leuten, glaube ich, besser gefallen wird als mir. Ja? Ja, mir fehlt einfach so ein bisschen das Karamell von den Bourbonfässern meiner Meinung nach und die Vanille. Sanftere, weichere Aromen, die einfach ja, ein bisschen was geben, um diesen harschen Aromen entgegenzutreten. Weil nur diese harschen Aromen alleine machen für mich dann einfach keinen wirklich stimmigen Whisky aus. Der ist interessant, der hat tolle Aromen. Das wäre jetzt, glaube ich, so ein Fass, wenn man jetzt eine Abfüllung erzeugt, ist ein so ein Fass auf sagen wir ausbalanciertere andere oder einfach ein bisschen süßere, gefälligere andere, das was den Kick gibt, glaube ich. So als Single Cask ist es jetzt nicht ganz mein Fall. Abgang übrigens vergleichsweise lang, ich habe den immer noch auf der Zunge. Ja, das ist natürlich immer dieser Rauch, der hält sich auch. Also Fazit, erstaunlich rauchig, erstaunlich wenig Süße. Und damit für mich dann einfach ein bisschen ja, erstaunlich mittelmäßig. Also keine Abfüllung, die ich mir kaufen würde, einfach weil sie nicht mein Beuteschema trifft. Aber trotzdem, Glen Scotia habe ich bisher relativ wenig probiert, da freue ich mich über jede Flasche, die ich probieren kann. Von daher ist es einfach wieder mal eine Erfahrung mehr. Na, wir sehen uns morgen und irgendwann bin ich mir sicher, kommt auch noch das erste Nicht-Whisky-Sample. Es soll ja welche drin sein, wir werden sehen. Bis dann, ciao.